farblich perfekt kombiniert. Matchy matchy. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, erst letzte Woche haben wir uns die schlimmsten Outfits der Fashion-YouTuber angesehen und dann habe ich euch auf Instagram aufgerufen, mir auch eure schlimmsten Outfits zu schicken. Da sind einige ganz, ganz wilde Fits dabei, die werden wir uns heute gemeinsam ansehen. Bin auf alle Fälle schon sehr gespannt, was da eingesendet wurde und was ihr da damals so kombiniert habt. Übrigens, kurzes Update, nächste Woche am 24., das ist der Mittwoch, findet die finale Vorstellung der Designs zur Kollektion Art Destructeur von M&M statt und am Freitag von 19 bis 20 Uhr ist der Online-Shop für den Pre-Drop für eine Stunde geöffnet. Das heißt, für all jene, die Bock haben, safe was zu bekommen, haben beim Pre-Drop wieder die Möglichkeit, eine Stunde zu bestellen, sich jegliches Design auszusuchen und dann mit einer Lieferzeit von 3 bis 4 Wochen auf ihr Produkt zu warten. Somit habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit, safe etwas zu bekommen und nicht dann beim offiziellen Release nach 3 Minuten wieder durch die Finger zu schauen. Okay, Freunde, haben sich einige gewünscht, dementsprechend machen wir das. Jetzt aber gar nicht länger herumquatschen, schauen wir uns eure Outfits an. Hier haben wir schon den ersten Fit eingeschickt von euch, witzigerweise hier mit Jan gemeinsam. Jan, stabiles Outfit auf alle Fälle, aber das Outfit, das du da eingeschickt hast, sehr, sehr witzig. Wir haben eine Skinny Jeans kombiniert mit einer Jeansjacke, gefüttert für den Winter passend. Also Jeans mit Jeansjacke fand ich immer schon mal eine Katastrophe. Gibt einige, die das feiern, aber ich fühle es gar nicht. Auch diese dunkle Jeans dann mit dieser hellen Destroyed-Jacke, so ein bisschen auf D-Squared angelehnt. Drunter haben wir dann noch einen Pullover von Superdry oder so. Superdry finde ich ganz furchtbar. Mit diesen dicken Bändern habe ich noch nie gefühlt. Ich glaube, die machen auch diese... Ah, nein, das ist... Ich weiß jetzt nicht, wie diese Marke heißt, aber es gibt diese dicken Kordeln, die so auf Schiffsknoten, Schiffsseilmäßig angelehnt sind. Finde ich auch ganz katastrophal. So ein bisschen diesen Vibe. Und natürlich die Yeezy Zebra, Freunde, hier in der Kombi. Sehr, sehr witziger Fit. Auf keinen Fall der schlimmste Fit der heutigen Fits, die wir uns ansehen werden, aber auf jeden Fall auch in dieser Liste dabei. Wir schauen zum nächsten Fit. Der Bratan, ja, schaut ein bisschen demotiviert rein mit seiner Champion-Haube, dem Champion-Shirt und auch hier eine schwarze Jeansjacke kombiniert, wieder mal mit einer Jeans. Dazu irgendwelche Nike-Sneaker, die ich absolut gar nicht fühle. Erinnert mich so ein bisschen an diese Haifisch-Nikes, nur halt in weiß. I don't know. Scheinbar Shoppenwarer hat sich die neuesten Dinge geshoppt, die er dann schlecht kombinieren kann. Grüße gehen natürlich raus. Sehr, sehr funny auf jeden Fall. Wir schauen uns den nächsten Fit an. Hier natürlich das klassische Spiegel-Selfie mit einer Jacko-Jogginghose, so ein bisschen auf Fußballer angelehnt, auch relativ skinny. Dann unten noch raufgezogen, damit man möglichst gut die Knöchel erkennen kann. Die Yeezy hättest, Yeezy Butter sind das, die hättest du ruhig noch ein bisschen enger schnüren können und dazu dann, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein echtes Comme des Garçons Shirt ist oder ob es nur inspiriert ist, aber auch das relativ skinny, die Ärmel sehr, sehr kurz in dem Jugendzimmer aufgenommen mit den giftgrünen Farben. Absolut wilder Fit, Bro. Also Grüße gehen auf jeden Fall raus. Danke, dass du das eingeschickt hast. Schauen wir uns den nächsten Fit an. Und jetzt haben wir die Hype-Biester vom Land am Start. Großer Brombachsee. Hier eine ganz wilde Location ausgesucht auf jeden Fall. Rote Socken kombiniert mit einem roten Pullover mit Zip. Dazu dann noch eine Weste, die gelben Haare. Ich kenne es nur allzu gut, ich habe selbst blonde Haare. Wenn du da nicht immer mit Silbershampoo nachwäschst, dann hast du irgendwann mal solche Haare. Hatte ich selbst auch oft genug. Dann eine Jordan-Bauchtasche hier noch umgehängt. Und die roten Socken mit der Hose, die man dann nochmal etwas raufgezogen hat, damit man möglichst gut die roten Socken erkennt. Und ich glaube, das sind die gleichen Nike-Sneaker, die wir im vorigen Bild schon hatten. Dazu dann einfach nochmal ein lila Shirt drunter gelayert, in der Hoffnung, es erkennt niemand. Und der Bro daneben mit den Yeezy und der Adidas Jogginghose plus den Stone Island Pullover. Auch witzig, wie er sich gedacht hat, ich bleibe bei diesem Foto besser unter dem Radar und unerkannt. Ist vermutlich auch das Beste, was du machen kannst. Sehr, sehr witzig. Julian, Grüße gehen raus. Schauen wir jetzt, eins meiner Favorites auf jeden Fall. Schauen wir zum nächsten Fit. Hier haben wir den Kollegen, ich glaube, das ist derselbe. Auch eine wilde Farbkombination, zumindest was die Haare betrifft. Auch hier wieder einen sehr pissgelben Stich. Dazu wieder das Gelee mit so einem Schottenkaro-Muster, wie wir es beim vorigen auch schon hatten. Spannend. Dazu Stone Island Pullover in so einem washed lila Ton.
und dann farblich perfekt kombiniert, matchy-matchy mit diesen grünen Yeezy. Also auch das katastrophal fit. Ich glaube, das ist sogar noch eine Stone Island Hose, die geht auf alle Fälle klar. Aber ansonsten, ja, wilde Kombi, mein Freund. Grüße gehen raus. Wir schauen zum nächsten, Bro. Und der hat hier eine sehr, sehr enge Distroid Jean an. Dazu die Jordan. Die Socken kann man hier auch noch gut erkennen, weil er sich gedacht hat, ja, warum nicht die Hose einfach ein bisschen croppen, eine Pinroll machen und das Ganze noch aufkrempeln, damit man die Socken gut erkennen kann. Ich weiß nicht, was er sich beim Gürtel überlegt hat, warum der da einfach so penetrant nach unten hängen muss. Auf Phallus-Symbol angelehnt. Und den Kenzo-Sweater mit der The North Face 700er Jacke, Napsi-Jacket und der blauen Kappe dazu. Also auch da jegliche unterschiedliche Farben am Start und die Hose mit dem Gürtel, meiner Meinung nach absolute Katastrophe. Auch Grüße gehen raus an dich. Ein Naturbursche auf jeden Fall. Schauen wir zum vorletzten Fit. Hier der Kollege im Full Adidas Flex mit den Yeezy 350ern. Ich glaube, das sind diese Ocker oder die Grünen. I don't know. Das kommt auf den Filter an. Da wurde natürlich auch mit Filtern gearbeitet. Dazu hat er sich überlegt, warum nicht? Warum nicht einfach die Jogginghose in die Adidas Socken stricken, wenn wir eh oben drüber noch Adidas anhaben? Wir brauchen den Full Adidas Flex. Nicht umsonst hat er hier ein Emoji drüber gemacht. Der liebe Kollege aus Baden-Württemberg. Grüße gehen auf alle Fälle raus. Sehr, sehr witziger Fit. So, jetzt haben wir den letzten Fit. Auch hier sehen wir natürlich wieder Yeezy am Start. Also der Yeezy-Hype damals war auf jeden Fall da. Mit einer grünen Jogginghose, die auch relativ eng ist. Und dazu dann nochmal eine Weste, wo ich nicht ganz weiß, ist die zu groß, ist die zu klein, passt die einfach nicht so gut. I don't know, Freunde. Also auf jeden Fall auch hier wieder alle Farben und kombiniert miteinander. Sehr, sehr witziger Fit. Danke auf jeden Fall für all jene, die da ihre Fits eingeschickt haben. Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Fit ihr am schlimmsten gefunden habt, welchen Fit ihr am witzigsten gefunden habt und wo ihr meint, naja, der Fit, den könnte man heute auch noch anziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich verlinke euch noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und nicht vergessen, diese Woche gibt es noch ein fettes Format, Off-White oder Off-White am Sonntag. Bleibt auf alle Fälle gespannt. Ich habe wieder mal Geld für Off-White-Shirts ausgegeben, sind heute angekommen. Die werden dann rausgeballert. Wird auf jeden Fall funny, bleibt dran und nächste Woche 24. die Vorstellung der Designs von MEM Art Destructeur und am Freitag dann, dem 27. von 19 bis 20 Uhr, ist der Online-Shop geöffnet. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, das war's von mir, euer Maximilian.